So, Leute, willkommen zurück. Kleine Aufnahmesession heute am Abend. Hi, Matthias. Jetzt ist, ja, nach den spannenden Partien im letzten Part, zwei Partien hatten wir da in einem Part, wird es wahrscheinlich dieses Mal wieder so werden. Das heißt, ja, wir treffen nicht im Finale aufeinander. Irgendeiner von uns beiden hat es verkackt. Ich lasse jetzt mal weg, wen. Also, wer es verkackt hat. Ja, schauen wir mal. Wieso wird Ruben Jensen fällt bei mir auf jeden Fall aus, der ist leider verletzt. Ah, Markus Karl. Genau, ich wollte ja eigentlich noch wen fürs defensive Mittelfeld suchen. Jetzt weiß ich es wieder. Ich sehe gerade, irgendjemand hat hier ein Freundschaftsspiel angesetzt. Nicht Gegen du? meine. Nicht ich. Okay. Jetzt abgesagt. Okay. Das ist immer so nervig, wenn das irgendwelche anderen machen. Ah. Ja, genau, ich bin ja noch am Überlegen, ob ich diesen Spanier holen soll, den Christian Portilla fürs Mittelfeld. Stimmt. Wobei der defensiv nicht so zu gebrauchen ist. Ich hätte halt gern so einen richtigen Zerstörer. Der ist als Vogelspieler bei dir, oder? Genau, ja. Macht sich, glaube ich, auch nicht so schlecht, aber er Was ist ein da? bisschen zu offensiv. Ajax? Wird mal so schlecht, ja. Ja, der ist absolut in Ordnung. Okay. Aktuell habe ich ja Markus Karl auf der Transferliste. Und Reichert jetzt zu Cottbus abgegeben. Das Ganze zwar ablösefrei, aber das passt dann eh, dann habe ich ihn von der Gehaltsliste. So. Ja, so ganz zufrieden bin ich noch nicht. Bradley, der Neuer. Mein coolster Transfer. Der 17-Jährige. Den könnte man noch aufbauen als Zerstörer im defensiven Mittelfeld. Und jetzt haben wir leider Skype-Probleme. Ich lasse mal kurz noch laufen, vielleicht wird es ja noch. 15.000 Dauerkarten verkauft, das ist so eine unglaubliche Summe. So, ich lasse es. So, wir sind wieder zurück. Ich hoffe, die ganzen technischen Probleme sind beseitigt. Verpasst habt ihr nichts. Und ja, ich werde jetzt Sebastian Jakob noch mitnehmen und ansonsten können wir, glaube ich, bald mal loslegen. Muss nur noch kurz überlegen, wenn ich da jetzt nicht brauche von den Spielern. Ich lasse mal den Tommy zu Hause und nehme Jakob noch mit. Und spielen wir mal so. Zum Spiel. Jetzt müsste wahrscheinlich wieder meines als erster sein, oder? Spiel um Platz 3. Ja. Wäre zumindest logisch. Schauen wir mal, ob ich es ähnlich gut hinkriege wie du, wahrscheinlich nicht. Ja, es sind schlagbar. Ja, werden wir sehen. So. Also du schaust wieder zu, oder? Ich schaue es mir an, ja. Bist du auch schon drin? Ja. Sehr gut. Ich drücke mal den Oh Mann, oh Ton Mann. weg. Ja, fing schon gut an. Jetzt sollte eigentlich eine Wiederholung sein, aber stattdessen hängt das Spiel auch irgendwie einfach nur. Jetzt sehe ich was. Na großartig. Ja, kein optimaler Start. Na, überhaupt nicht. Siehst du das Passspiel? Das ist eine Frechheit. Das war heftig gerade, ja. Verschenkt.
Geh sie mal aufmuntern. Oh. Ah, komm, aber da ist was drin. Lazio schon. Ist auch Felipe Anderson. Ja, stimmt eigentlich. Der freie Radu, aber sonst schon die wirklich viel. Ist Matri in echt auch bei Lazio? Nee, oder? Oh, bin ich jetzt leicht überfragt. Den fand ich immer ganz cool, muss ich sagen. Aber gerade bei Top-Mannschaften hat das nie über die Reservistenrolle hinweg geschafft, so richtig. Zumindest auf längere Zeit nicht. Schau mal kurz nach, ob der echt auch der Lazio ist. Hey. Ich gehe jetzt mal mehr in die Zweikämpfe. Wir sind da ein bisschen zu passiv. Ich nehme da jetzt mal kurz noch Statistiken rein. Der ist von Milan an Lazio ausgeliehen. In echt auch? In echt auch. Okay, interessant. Gewonnene Tacklings 20%, wow. Ich glaube, so einen schlechten Wert hatte ich noch nie. 25%. Und Matri verletzt. Siehst, es läuft. Es läuft. Du hast aber nicht groß durchgewechselt, oder? Na, ist eigentlich alles. Wir sind da ziemlich platt. Ja. Vorbereitung ist relativ anstrengend. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich Ring, am Tag davor Ring, großartig Wutschuhe, gewechselt habe. Ja? Ring, Wutschuhe, Löwe, Schipilko, alle unter 70% Kondition. Ja, ich werde ein paar wechseln jetzt zur Halbzeit. Aber Lazio pumpt auch ziemlich, wenn du so schaust. Okay. Also Bilia und so weiter, die sind auch schon ziemlich am Limit. Habe ich jetzt gar keinen Screen offen. Ach so. Ich sehe es nur den Balken über den Spielern da. Pich. Wow. Alter Schwede. Riskantes Tackling. So. Bei mir scheinen sie frustriert teilweise. Okay. Jetzt wissen sie wenigstens, wie es mir geht. Die ganze Zeit. So. Das war jetzt nur noch eine Vorbereitung. Ja, eh. Ich habe ihnen mal vorsichtig gesagt, dass wir da mehr Kampfkraft brauchen. Jetzt werden wir da mal wechseln. Ich habe halt nicht so wirklich die Alternativen, gerade im zentralen Mittelfeld, Verletzung. Da bringen wir mal den Portier. Dann vorne Jakob, den können wir jetzt eh probieren. Was haben wir noch? Biosek probieren wir auf rechts außen. Und Schulze noch rechts hinten. Also ein bisschen frische Kräfte, zumindest die halbe Mannschaft. Klingt doch gut. Ja. Bei Lazio spielt der Martin durch. Mit Verletzung. So ernst nehmen sie mich also. Ja. Siehst du, es reicht trotzdem. Der muss nicht fit sein. Oh. Die kam nicht schlecht. Portilla. Oh, der braucht zu lang. Matri Laufpass. Sehr gut. Warten. Und? Ja. Nicht ungefährlich. Bei mir sind sie phasenweise schon ziemlich unkonzentriert, unmotiviert, frustriert. So, jetzt. Komm. Alter. Nicht der Klose, ich dreh durch. Oh.
Nämlich wie dämlich. Ich würde den Piasek am liebsten für diese Aktion auswechseln, für diesen Fehlpass. In so einer Situation zu kontern und dann in so einen Konter zu laufen, ist echt schlimm. Das war bitte. So, ich werde da jetzt auch noch mal kurz wechseln. Nachdem mir Halfer nicht gefällt, bringe ich da noch Görtler links. Verlieren die Bälle ganz schön leicht heute. Ja, wirklich. Oh, schön. Und? So. Schieß mal einer. Schieß doch. Das sind alles so komische Halbchancen, ich weiß nicht. Jetzt hängt's wieder. Der Klose. Was? Hab doch den Ball schon. Da hat man eigentlich schon den Zweikampf gewonnen und dann kommt trotzdem sowas. Ach Gott. So, ich wechsle jetzt noch ein bisschen was. Weil ich jetzt gar nicht mehr so viele Alternativen habe. Schauen wir, wie du noch hast. Vor allem viele Offensive. Aber ich hätte jetzt eigentlich noch gern Ziegler oder Löwe rausgenommen. Gehört wieder neuer. Ja, kommt jetzt ins defensive Mittelfeld zum Abräumen. Kann man mal machen. Ja, auf jeden Fall. Viele Fouls hast du. Ja, das ist wahrscheinlich dieses mehr in die Zweikämpfe gehen. Ich tue es mal wieder weg. Oh. Alter. Wobei ich es von der Schussstatistik eigentlich gar nicht so schlimm finde, gell? 4 zu 7. Beziehungsweise aufs Tor 2 zu 3. Ja. Stimmt schon. Und jetzt? Ja. Ja. Rechts außen wird er laufen. Oh, der Und war jetzt? schön. Der war Super, echt schön gut. gespielt. Boah. Sehr schön. Ja, stimmt, den Rechtsaußen haben sie zwar übersehen, aber es ist trotzdem sehr cool gelöst. Ja, der Pio 6 hat viele wieder gut gemacht. Ja, absolut. War ja auch dringend notwendig. So. Nächster Wechsel. Boah, der Löwe ist schon so fertig, aber ich habe für links hinten niemanden. Na, theoretisch. Warte mal. Ich hab doch wen. Gauss. Ja. Hilft nichts. Chris Löwe, der fällt mir echt noch um. Ich wollte gerade sagen, wie der den Ball hinterher geht, das... Oh, okay. Wo? Lässt er den abprallen? Piosek macht sie gar nicht so schlecht, gell? Geht gut in die Räume. So. Ja, hat er jetzt gut gemacht. Geh jetzt noch auf Angreifen. Wird zwar nicht mehr viel bringen, aber ist ja wurscht. Nur 10 Minuten. Leidenschaftlich. Nee, nicht mehr fordern. Nach vorne drücken. Ja, nein. Da war der Winkel dann doch ein bisschen zu spitz.
Letzte Chance. Aber schau mal, mehr Torschüsse. Aufs Tor zumindest. Jetzt nochmal, Flanke. Oh. Oh, So schade. schade. Ja, hey, aber zwar schlecht in die Partie gestartet, aber dann absolut in Ordnung. Ich habe Ihnen mal gesagt, dass das Resultat Pech war. Das stimmt ja auch in meinen Augen. Ja, nach dem Start noch gut gerettet eigentlich. Ja. War auf jeden Fall in Ordnung. Schauen wir mal, was du so machst, ob du den Pokal gewinnst. Meinen Pokal. Den Fußball-Welt-AT-Pokal. Also Finale 1860 München gegen Ajax. Das Ganze werden wir dann im nächsten Part machen. Bis gleich.